Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich will heute kurz vor der Schonzeit nochmal auf Hecht angeln und ihr seht es hier vielleicht schon im Hintergrund. Hier ist überall Sandstrand. Ich habe mir heute einen Badesee rausgesucht, wo ich es das erste Mal versuchen werde, auf Hecht zu angeln. Also mal schauen, ob überhaupt noch Hechte sind. Also es ist eine Riesenanlage mit Badestränden, hier ist eine Wasserskianlage, Therme, Golfplatz. Schauen wir mal, ob die Hechte sich hier auch wohlfühlen und ob es hier überhaupt welche gibt. Ich habe meinen Kajak soweit schon fertig und im Wasser. Also würde ich sagen, wir düsen gleich mal los. Und wenn das alles funktioniert, erkläre ich euch auch noch, wie ich hier angel und wie man an so neues Gewässer herangehen kann. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ja, Leute, so ein Badesee bietet auch einige Herausforderungen. Erstmal muss ich schauen, dass ich hier heil durch die Wasserskianlage durchkomme. Und dann, ich habe schon auf Google Earth gesehen, ist da gleich so eine Brücke. Ich hoffe, die ist breit und hoch genug, dass ich drunter durchkomme. Denn der See ist quasi so zweigeteilt. Wir haben hier unten so quasi den Badespaß mit den ganzen Stränden, der Wasserskianlage und so weiter. Und oben die Hälfte scheint aber noch sehr naturbelassen zu sein. Und genau da will ich hin. Da sind viele Flachwasserbereiche, wo die Hechte sich jetzt hoffentlich schon reinstellen. Und ich sehe das hier gerade. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob man es so gut sieht, aber das Wasser, es ist wirklich glasklar, das Wasser. Es ist richtig, richtig schön. Wir haben halt auch wunderschönen Sonnenschein. Es ist zwar trotzdem kalt, aber die Sonne macht es schön warm. Also düsen wir mal schnell hoch in den anderen Bereich, wo mehr Natur ist und hoffen, dass wir da gut ankommen. So Leute, ich bin jetzt quasi am ersten Spot angekommen. Ist so eine sehr lang gezogene Bucht. Hier ist das Wasser auch deutlich drüber, aber immer noch ausreichend klar und sieht richtig heiß aus für Hechte. Ich werde jetzt erstmal mit dem Jerkbait starten. Auch im Winter echt eine Waffe, wenn man ihn richtig führt. Wenn das klappt, erkläre ich euch später auch noch, wie ihr den am besten führt im Winter jetzt. Damit habe ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Und deshalb kommt der jetzt hier erstmal als erstes drauf. Ist keine ganz natürliche Farbe, schon recht auffällig. Aber ich denke, das könnte hier gut passen. Und ja, ich werde jetzt hier so auf 1,5 bis 3 Meter fischen. Ich würde sagen, ab dran damit und los geht's. Schauen wir mal, was hier geht. Nachläufe gehabt, den 80er würde ich sagen. Ja, oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt der war. Ich weiß nicht, ob der das ist, der sieht ein bisschen kleiner aus jetzt. Ich bin aber schon gut in der Route. Ja, den kriege ich gleich mal weg. Und machen wir jetzt mal fertig. Ja Leute, den ersten haben wir. Nicht wie geplant auf Jerkbait, sondern auf dem Just Chat. Den zeige ich euch jetzt gleich noch. Das Ufer ist schöner. Der Gummi hing noch, der Schwanz hing noch im Rachen. Und hier ist der schöne Hecht. Ja, 70er würde ich sagen. Schöner Fisch, kann auch gleich mal drüber messen, dann wissen wir es genau. Ja, schön auf dem Just Chat. Ich sag gleich noch was dazu, jetzt versorgen wir den erstmal. Und dann gibt es noch ein paar Worte zu dem kräftigen Pike. Sehr, sehr schön. Der Fisch ist versorgt. Und jetzt gerade mal ganz kurz dazu, wie ich den überhaupt gefangen habe. Der kam jetzt hier, ich wollte ja eigentlich mit dem Jerkbait richtig schön flach fischen. Der kam jetzt hier aber auf einen Gummifisch, unseren Just Chat. Hier noch mit einem Stinger dran. Den hätte ich aber gar nicht gebraucht, der hat ihn komplett weggehauen. Ich glaube 18 cm hat das Ding, hat ihn puff, einmal komplett weg.
Ja, war ein bisschen glücklich für mich, denn die Uferkanten auch hier hinten in diesen ganzen Buchten drin fallen sehr schnell tief ab. Also da mittendrin ist auch 5, 6, teilweise auch 7 Meter und der Flachuferbereich ist nur sehr schmal. Und ich glaube nicht, dass da viele Fische stehen, weil er einfach zu schmal ist. Ich habe da mal ein bisschen rumgeschaut und das Wasser ist ja echt klar. Und zwischen dem einen Baum stand dann ein Hecht, den habe ich wirklich gesehen. Und mit dem Jerkbait konnte ich ihn da natürlich nicht anfischen. Deswegen habe ich dann schnell hier den Gummi drauf gemacht, noch schnell einen Stinger montiert am ganz leichten Kopf und habe den angeworfen. Der stand doof unter den Bäumen. Der kam dann bis zum Kalk hinterher und ist dann ins Tiefe abgehauen. Ja, und da habe ich mich kurz hintertreiben lassen, ins Tiefe geworfen, absinken lassen, zwei Kurbeldrehungen und bam. Weiß nicht genau, ob der das jetzt war. Von der Größe her passt es. Er hatte jetzt ja Ende 70, 78 oder so. Könnte passen, aber ich schaue jetzt nochmal und fische das vielleicht nochmal aus, weil vielleicht war das auch ein anderer. Und da steht irgendwo noch einer. Aber jetzt mache ich erstmal weiter. Und mein Ziel ist aber auf jeden Fall noch sehr lange Flachwasserbereiche zu finden, weil da müssen die Kollegen jetzt stehen. Und da will ich sie auch weiterhin mit dem Jerkbait abholen. Ich habe jetzt gerade schon mal eine schöne Mittagspause gemacht und was man schon mal positiv oder ich positiv festhalten kann, ist, es gibt zumindest schon mal ein Hecht in diesem See. Der Plan war ja sehr flach zu fischen, denn wir haben es jetzt sehr kurz vor der Schonzeit, auch kurz vor der Laichzeit. Die Wassertemperatur passt auch so langsam und das heißt, vor allem die männlichen Hechte kommen jetzt schon sehr flach in die Flachwasserbereiche, so 1 bis 3 Meter, wo Vegetation ist und stellen sich da schon mal hin zum Laichen und warten auf die Weibchen. Deswegen hat man jetzt meistens auch kleinere Fische, so wie den Hecht, den ich vorhin gefangen habe, weil das eben meistens die männlichen sind. Das Problem hier ist, aber ich habe es vorhin ja schon mal angesprochen, dass die Flachwasserbereiche sehr, sehr schmal sind. Also wir haben Flachwasserbereiche, aber die fallen dann sofort so tief ab. Ich hätte das nicht erwartet. Diese Buchten hier, auch hinter mir die Bucht, ich kann das ja mal zeigen. Hier die Bucht ist hier flach und dann fällt sie sofort da vorne direkt auf 7 Meter. Ja, das heißt, wir haben hier vorne eigentlich echt so, ja, die perfekten Stellen für Hechte, aber die sind nur 1 Meter breit oder so und auch nicht durchgängig flach, sondern die fallen dann sofort ab. Und ja, das passt nicht so ganz. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich die tiefen Stellen so 5 Meter oder so auch einfach mal ausfische, mit dem Gummi dann halt tiefer, nicht mit dem Jerkbait. Oder ich probiere jetzt noch mal ein paar andere Stellen, ob ich noch irgendwo schöne Flachwasserbereiche finde. Und ja, wir haben ganz hinten in die Buchten, haben es dann natürlich richtig flach, so einen halben Meter oder Meter. Da stehen sie aber noch nicht drin. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für nach der Laichzeit richtig, richtig interessant ist. Also ich denke, der See hier hat auf jeden Fall Potenzial. Ja Leute, ich bekomme die Hechte hier in diesem Badesee einfach nicht. Es ist jetzt echt schon spät geworden, die Sonne geht bald schon unter. Und ich denke, es sind Hechte drin. Der Hecht war ja auch gut gebaut. Aber ja, heute habe ich sie einfach nicht gefunden oder sie hatten vielleicht auch einfach keinen Bock. Ja, habe mich ein bisschen verpokert mit dem Flachangeln, weil dann, ja, habe ich euch ja vorhin schon erklärt, die Problematik mit den steil abfallenden Kanten. Aber ich bin von dem See trotzdem angetan und werde es auf jeden Fall nochmal probieren. Ich denke, danach der Schonzeit. Und heute nichts zum Tackle, nichts zur Köderführung. Ihr seht jetzt an so einem Video auch einfach mal, dass es bei mir oder bei uns auch nicht immer rund läuft, sogar ganz schön oft nicht rund läuft. Deswegen schnibbel ich das Video jetzt einfach mal zusammen und schaue, was bei rumkommt. Und ihr bekommt dann im Mai auf jeden Fall noch ein richtiges Hechtvideo nachgeliefert mit Tackle-Erklärungen, Köderführung und allem drum und dran, wie man nach der Schonzeit, nach der Laichzeit dann auf Hecht angelt. Das war heute nur mal so ein kleiner Versuch. Immerhin nicht geschneidert. Aber ich habe mir echt mehr erhofft und mehr erwartet. Aber so ist das manchmal, wenn man neue Gewässer probiert. Wie gesagt, ich bleibe hier auf jeden Fall dran. Ich habe Hoffnung und dann werde ich demnächst nochmal schauen, ob hier was geht. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr weitere Videos nicht verpasst. Nächste Zeit hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr zu zweit mit dem Jonas zusammen. Und dann lasst auf jeden Fall noch ein Like, einen Kommentar da. Und wie gesagt, vergesst nicht zu abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ganz viel Petri Heil und ciao, ciao.